Warum pushe ich dieses Lorblatt, denkt ihr euch? Erstmal, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich pushe hier mein 100er Lorblatt, das ich gerade aus einem Endivia entwickelt habe. Weil der nächste CD wurde angekündigt und es ist Endivia. Nicht wegschalten, klingt schlechter als es ist, aber wir wissen alle, CD Shiggy wurde auch nicht so krass gehypt. Alle meinten davor, ja, das wird der schlechteste C-Day. Turtok ziemlich schlecht, die Attacke ist ziemlich schlecht, der Bonus ist ziemlich schlecht. Aber was ist dann am Ende daraus geworden? C-Day Shiggy war relativ cool, hat echt eine Menge Spaß gemacht. Also, man sollte Sachen nicht zu frühzeitig verurteilen. Also lassen wir uns mal überraschen, das Event kann ja gut werden, wer weiß. Und zwar, mehr Infos, Moment, ich pushe den erstmal zu Ende, wir haben es ja gleich. Dann reden wir über die Details vom C-Day. Es wurden auch noch zwei andere angekündigt. Wir haben es ja fast. Oder auch nicht. Es bringt nur 9. Aber nicht vergessen, das ist auch nicht die letzte Stufe. Den habe ich jetzt nicht entwickelt, weil wegen der speziellen C-Day-Attacke. Sprich, max den nur. Und dann beim C-Day entwickle ich den für die neue Attacke. Die neue Attacke ist noch nicht bekannt. Es ist aber bekannt, dass es dreifach EP geben wird fürs Fangen. Natürlich wie immer 3 Stunden Lockmodule und eben Endivia. Und das Ganze findet statt am 22. September. So, gleich haben wir's. Der ganze Staub vom Evoli C-Day. Oder vom Evoli Wochenende, besser gesagt. C-Weekend. Wie viel das Meganie dann haben wird, sehen wir am 22. September. So. Einer geht noch, ja. Yeah. Einer geht noch. Bam. 100er Max Lorblatt. 100%. IV-Check für euch. Erster Satz, KP, Angriff, Defense, 15. So. Also, wie erwartet, nächster C-Day, Endivia. Das muss das ja Starter-Pokémon, nicht Starter-Pokémon, Starter-Pokémon. Dementsprechend nach Gen 1 Starter muss ja Gen 2 irgendwann kommen. Das heißt, wir können auch schlussfolgern, dass der übernächste C-Day Vollgiege sein wird. Also, 22. September, C-Day, Endivia. Nur ein Tag, also das mit den 2 Tagen war echt nur auf Evoli bezogen. Meganier kriegt eine spezielle Attacke. Nicht durch TMs erlernbar. Und hier sind dann nochmal die Zeiten. Bei den Zeiten gab es eine kleine Verwirrung, weil da steht 9 bis 12 Uhr. Aber vergesst nicht, da steht UTC. Und wir sind GMT plus 1, also in Klammern. Das heißt, wie immer, ganz normal 11 bis 14 Uhr bei uns. Und der Bonus, dreifach EP fürs Fangen. Ich glaube, da gibt es auch langsam so ein Muster. Und zwar immer Kilometer reduziert, dann Staub, dann EP und dann wieder Kilometer reduziert. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe mit den anderen C-Days. Und ja, und dann haben die noch die 2 anderen C-Days angekündigt, zumindest die Termine, was es sein wird, noch nicht, aber wie gesagt, der übernächste dann ist dann Vollgiegel. Und zwar am 21. Oktober und der 10. November. Was interessant ist, Sonntag 21. Oktober, also C-Day dann wieder mal an dem Sonntag, früher war es ja immer Sonntag, dann wurde es auf Samstag verschoben. Und dann wieder Samstag 10. November und das wird dann der Vollgiegel C-Day. Also Vollgiegel C-Day 10. November am Samstag. Und komischerweise 21. Oktober, Sonntag, wieder C-Day. Die Frage stellt sich dann halt, was am 20. Oktober ist. Das war's von mir und der Ankündigung. Endivia C-Day ist der nächste C-Day. Seid nicht so traurig, leidet nicht. Wie gesagt, beim Shiggy C-Day dachte man auch nicht, dass er so toll wird. Und am Ende war es ziemlich lustig, also freut euch auf den Endivia C-Day. Ich bin offen, gespannt und werde den Tag auf jeden Fall genießen. Oh, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.